Der Rhein. Seit Millionen von Jahren führt das Lebenselixier Wasser von den Quellen in Bergen hinunter in die Niederungen bis zum Meer. An seinen Ufern reihen sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Viele von Menschenhand gemacht, andere jedoch als ein Wunder der Natur. Das Besonderste befindet sich in der Nähe der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Andernach. Dort liegt romantisch zwischen den Schiefern und Basalthängen des Mittelrheins eingebettet das Naturschutzgebiet Name Deierwerth. Dessen Besuchern bietet sich alle 90 Minuten ein Naturspektakel der besonderen Art. Eine gigantische Wasserfontäne von bis zu 60 Metern Höhe schießt zwischen den Basaltgesteinen explosionsartig empor. Der Andernacher Geysir ist der größte von nur 14 weltweit existierenden Kaltwassergeysiren. Beim Ausbruch werden 230 Kilogramm Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Die 8000 Liter Wasser, die ebenfalls entweichen, beinhalten viele Mineralien wie zum Beispiel Magnesium, Natrium und Calcium, weshalb es bis 1920 als Heilwasser verkauft und genutzt wurde. Vor allem Eisen und Schwefel färben die Steine um den Geysir rotbraun bzw. hellgelb. Das 17 bis 18 Grad Celsius warme Wasser schießt als Fontäne bis zu 60 Metern hoch. Der Wasserinhalt eines Ausbruchs beträgt gerade mal 4%, da der Rest gelöste Gase sind. Wenn der 350 Meter tiefe Schacht bis zum Rand gefüllt ist, erzeugt das Gewicht der Wassersäule einen Druck von ca. 35 Bar am Grund des Schachtes. Heute ist der Juwel am Rhein ein Naturschutzgebiet, um das Naturphänomen weiterhin so gut zu erhalten. Da stellt sich nun die Frage, weshalb der Kaltwassergeysir ausbricht. Kohlenstoffdioxid, welches aus 30 Kilometern tiefen Magmakammern stammt, steigt durch kleinste Gesteinsrisse nach oben und trifft auf Grundwasser, worin es sich löst. Das Kohlenstoffdioxid gesättigte Wasser strömt in Richtung Bohrloch. Dadurch, dass kein weiteres Kohlenstoffdioxid im Wasser gelöst werden kann, entstehen immer mehr Gasblasen, welche auf ihrem Weg an die Erdoberfläche immer größer werden, da hier ein niedrigerer Druck herrscht. Am Bohrloch gelangt das Kohlenstoffdioxid dann an die Erdoberfläche und reißt Wasser mit sich. Beim Entweichen des Wassers sinkt der Druck, wodurch weniger Kohlenstoffdioxid im Wasser gelöst werden kann und immer mehr Kohlenstoffdioxid entweichen muss, welches weiteres Wasser mit sich reißt. Dieses Phänomen verläuft nach dem Dominoeffekt, da immer mehr Gase mit Wasser fontänenartig ausbrechen, je weniger Wasser im Bohrloch vorhanden ist. Dieser Vorgang geschieht so lange, bis sämtliches Wasser aus dem Bohrloch von den Gasblasen verdrängt wurde. Danach füllt sich das Bohrloch erneut mit Grundwasser und der Vorgang wiederholt sich. So also kommt es zu diesen periodischen Ausbrüchen des Andernacher Kaltwassergeysirs, welcher auch in Zukunft viele Menschen faszinieren wird.